Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von. Könnte halt nochmal viel. Ist. Die Punkte, wie ich sehe. Von Cyberpunk und Tim Liberty. Kommst du nochmal hier raus? So, welche andere Möglichkeit denn? Die Kabel führen zu einem Schaltkasten. Kann dich beschädigen. Ah. Ein Fenster ist zugesperrt. Und Glas später auf dem Boden. Okay. Kommst du? Ach so, der Schaltkasten wahrscheinlich, ne? Nee, dann wird der angezeigt werden. Das können wir auch nicht beschädigen. Na gut, wir können es einfach aufmachen. Ich glaube nicht, dass das Ding hier rauskommt, oder? Dafür ist es, glaube ich, einfach zu breit. Okay. Haben Sie das Gedächtnis gelöscht? Da hinten geht's dann lang. Alles klar. Na, mal gucken, was wir hier machen können. Hier, zentrale Datenfestungssteuerung. Scheiße, da hilft nur noch hohe Gewalt. Gut, das ist ja mein Spezialgebiet. Können die einfach hacken, ne? Du kommst von da, okay. Ist in Ordnung. So. Husch, husch. Wie ist es deine Runden da drin? Und tschüss. Genau. Das ist doch schon besser. Geklappt. Und du, dumme Schrottkiste, kannst nichts dagegen tun.
Ja, jetzt kommt er wahrscheinlich, ne? Wenn du existierst, wirst du gefunden. Naja. Nicht hier. So, komm, husch, husch. Ja, wie gesagt, wenn er schlau wäre, würde er einfach jetzt in dem Dings warten. Nein! Okay, dann muss ich hier rüber. Alles klar. Zweimal erwischt. Ärgerlich. Aber wie gesagt, so wirklich schwierig ist es ja eigentlich nicht. Müsste mich halt mal ein bisschen mehr konzentrieren bei der Sache. So. Okay. Wurde gespeichert? Auch okay. So, genau, warum du gleich da bist. Stimmt, wir können ja doch ablenken noch. Aber warum? So, dann können wir einfach ein bisschen Klingelerei spielen. Genau. Und tschüss. Ach, immer noch nicht. Immer noch nicht tschüss. Hm, das war knapp tatsächlich. So, geht doch. Ja, so Songbird ist das halt echt nicht gut bekommen, leider. Dann auf ein neues.
Was? Leute! Woher wusstet ihr das? Okay, Steinbock, na los, wünsch dir was. Vielleicht wird's wahr, nicht wie das Horoskop. Okay. Ja, wir können uns bewegen. Schön. Hm. Ja, hallo Songbird. Sumi, bist du das? Manchmal saß ich da am offenen Fenster und hörte einfach zu. Das Leben auf der Straße, das war irgendwie beruhigend. Jetzt höre ich nichts, spüre nichts. Was ist mit dir? Sollte ich etwas spüren? Ich habe schon andere Visionen, Illusionen gesehen. Illusionen? Ich habe deine Vergangenheit gesehen, mit Reed. Und Myers, erinnerst du dich noch daran? Nein. Die Black Wall verschlingt mich. Die Leere wächst. Ich fülle sie mit Erinnerungen, aber die werden mir genommen. Du hast wieder den Relic gehackt, oder? Das ist alles nicht echt. Was ist echt? Eine Version von mir, die dein Leben rettet? Die, die hier mit dir spricht? Oder die, die stirbt? Such dir deine Wahrheit aus, Vi. Hier, an diesem Ort, haben wir Zeit. Und hier heißt... Meine Wohnung in Brooklyn. Habt ihr doch davon erzählt. Du hast mir von diesem Ort erzählt. Deinem richtigen Zuhause. Du fühlst dich hier sicher. Aber das... Das ist nicht echt, Somi. Ich habe so viele Fehler gemacht. Schreckliches getan. Aber hier, damals, war das egal. Eine letzte Chance für mich. Und ihr habt sie mir genommen. Warum? Somi. Sorry. Ich dachte, dass ich das Richtige tue. Das Richtige? Für wen? Für dich? Für Reed? Für uns alle. Es gibt immer einen Verlierer. Oder mehrere. Manchmal ist die richtige, die mutige Entscheidung, selbstsüchtig zu sein. Es tut mir leid, Sumi. Wirklich. Ich will dir helfen. Sag mir nur wie. Ich weiß, was ich getan habe, welchen Preis ich zahlen musste. Aber du weißt nicht, wie sehr es mir leid tut. Wie sehr es weh tut. Sumi. Hm, okay. Ah. Ah, wir können sie auch nicht scannen hier. Dann, ja, der Plattenspieler. Natürlich eine Silverhand-Platte. Eine Sekunde länger.
geschlafen? Lasst mich doch einfach in Ruhe! Lasst mich doch alle verdammt nochmal in Ruhe! Mann, dein erster bezahlter Run. Scheiße, jetzt bist du reicher als wir alle. Wie fühlt sich das an? Und was machst du mit der Kohle? Mal sehen. Machst du dich aus dem Staub? Ach komm. Du könntest überall hingehen. Du hast gesagt, dass es langweilig ist, die Leute lahm sind, dich enttäuschen. Nicht alle Leute. Vor allem du. Aber lassen wir das jetzt. Ah, wir kriegen Besuch. Sehr schön. Ist offen. Was soll der Scheiß, Tommy? Ich rufe seit 3 Tagen an. Keine Sorge, hab alles unter Kontrolle. Willst du mich verarschen? Letzte Woche habe ich dich ohnmächtig auf deinem Stuhl gefunden. Ich habe die Nacht damit verbracht, dich vor einem Überhitzungsschock zu retten. Und? Hat dich niemand drum gebeten? Hörst du dir mal selber zu? Oh, hör mal. Ich habe einen neuen Auftrag. Was Bahnbrechendes. Wenn das klappt, schreibe ich Geschichte. Ich muss mich jetzt konzentrieren. Ich brauche Zeit und Ruhe. Das ist dein neues Mantra. Was heißt das für uns? Weißt du was? Vergiss es. Mir reicht's. Hab ich verloren? Alles, was ich getan habe. Alle, die ich verletzt habe. Alles war sinnlos. Ich will doch auch mein Leben retten, Song. Wir alle kommen mal vom Weg ab. Wir alle machen Fehler. Und dann sammeln wir die Bruchstücke unseres Lebens auf und versuchen, ihnen eine Bedeutung zu geben. Das kann auch gut ausgehen. Für dich. Und für mich. Wie? Es tut mir leid. Aber ich muss dir noch... Verarschst du mich? Ich gehe nirgendwo hin mit dir. Mein Zuhause? Meine Freunde verlassen? Alles, was mir wichtig ist? Was dich erwartet, ist wichtiger. Wertvoller. Bitte. Vergiss es. Denk doch mal nach. Wenn Netwatch hier aufkreuzt, was passiert deinen Freunden dann? Die vertrauen dir. Netwatch wird rausfinden, wer dir Eddies für dein Deck geliehen hat. Wer dich unten im Café in Subnet gelassen hat. Ich bin deine einzige Chance, dich und deine Freunde zu beschützen. Oder willst du sie im Stich lassen? Du erpresst mich? Da kennst du mich schlecht. Ich kenne Leute wie dich. Und ich kenne deine Antwort. Du musst es dir nur selbst eingestehen. Ich dachte, ich würde mich sicher fühlen, wenn ich die Zukunft kontrolliere. Aber ich hätte in die Vergangenheit blicken sollen. So viele Lehren der Trauer, des Verlusts. Ich habe so viele Fehler gemacht, wie unzählige. Jeder macht mal Fehler. Scheiße, ich habe auch genügend gemacht. Nur kann man manche nicht wieder gut machen. Na und? Deshalb gibst du auf? Schmeißt alles hin? Du kannst die Vergangenheit nicht ändern. Manche Erinnerungen muss man hinter sich lassen. Sterben wir wirklich so? Mit dem Trost unserer Erinnerung? Ich lass dich nicht sterben, Sumi. Wir werden es beide hier rausschaffen. Danke. Ich werde diesen Moment in Erinnerung behalten. Zu Hause.
Mit einem Freund. Bevor alles dunkel wird, war ich einen Moment lang nicht allein. Was ist hier los? Die Blackwall. Wir haben nur Sekunden. Was? Sumi, wo? Der Kern. Such dort nach mir. Und hilf mir. Ein letztes Mal. Okay. Hier war doch Loot, ne? Ja. Bin da, Reed. Wie? Na endlich. Die Funksperre der Blackwall wurde aufgehoben. Bin jetzt auf dem Weg zu dir. Was ist mit Somi? Sie ist hier. Sie lebt. Gut. Kümmere dich um sie. Ich bin gleich da. Wir werden sie retten. Ja. Ich schau mal gerade, ist hier irgendwas Interessantes noch? Halt nicht so. Ah, hier ist was. Okay, cool. Ah, ich glaube bessere Schuhe, ne? Ja. Aber ich glaube, das hat alles jetzt. Also zumindest im Moment können wir da nichts großartig mitmachen. Können wir das hier abstellen? Wahrscheinlich, ne? Wie? Du bist hier. Wirklich bekommen. Huh? Spar deine Kräfte, Somi. Reed ist auch gleich da. Du wirst es schaffen. Nein. Sie lassen mich nicht gehen. Wie ich verblasse. Bitte hilf mir. Somi, ich habe es versucht, aber mir fehlt die Kraft. Bitte, beende es. Mach Somi, schon. Wir haben die neuralen Atoms. Dann ist es vorbei. Damit heilen wir dich und mich. Alles wird gut, für uns beide. Für mich ist es zu spät. Die Blackwall hat mir zu viel genommen. Sterben. Meine einzige Hoffnung. Mein Ausweg.
ist keine Lösung. Das ist die einzige Lösung. Ich flehe dich an. Wie? Song, denk doch nach. Selbst wenn die FAA es nicht schafft, gibt es andere Optionen. Gib nicht einfach auf. Wie? Du verstehst nicht. Ich habe auch mal alles verloren. Bin abgestürzt und wieder aufgestanden. Ich kämpfe, bis ich gewinne. Nein, wie? Das ist nicht dasselbe. Bitte. Ich muss sterben. Ich kann diese Hölle nicht mehr ertragen. Nein, ich töte dich nicht, Sumi. Das kann ich nicht akzeptieren. Nein, bitte. Du überlässt mich meinem Schicksal. Das Schlimme ist als der Tod. Sumi. Alles okay jetzt. Bald ist es vorbei. Ruh dich aus. Hilf mir. Du hast die ganze Fahrt nichts gesagt. Was ist los? Weiß nicht, wie. Weiß nicht. Du kannst dir nicht ewig Vorwürfe machen, Reed. Sie lebt. Wir leben. Das ist das Wichtigste. Wir haben das Richtige getan. Ihr Hilfe besorgt. Aber ich sehe... sehe ständig dieses Bild vor mir. Als wäre es in meine Netzhaut eingebrannt. Wir sitzen im Auto. Fahren. Raus aus Brooklyn. Sie sieht sich kein einziges Mal um. Keine Tränen, kein Schluchzen. Sie sagt bloß, du hast mir wohl das Leben gerettet. Sie glaubt es mir nicht. Das höre ich. Ob sie das auch jetzt sagen würde? Ziel wird sofort gesichert. Ich weiß es doch auch nicht, Reed. Aber mach dir keine Vorwürfe. Wer weiß, ob es für uns einen Ausweg gibt. Die Zeit läuft für mich genauso ab wie für Song. Ich hoffe bloß, die FAA kann uns wirklich helfen. Mhm. Bis zum Schluss an deiner Seite, okay? Bitte aus dem Wagen aussteigen. Reed? Los, aussteigen jetzt, sofort! Geht's noch? Siehst du nicht, dass ihr Hilfe braucht? Wie, du musst ihr helfen? Ich hab sie.
Alles klar, bitte. Legen wir dich mal ganz ab. Ganz vorsichtig. Landungsbereich gesichert. Alles bereit. Keine Sorge, Sumi. Wir helfen dir. Du hast es bald geschafft. Kümmert euch gut um sie. Lee, die Präsidentin will dich sprechen. Hallo, Rosalind. Lee. Glückwunsch. Das war gute Arbeit. Du hast einen Eid geschworen, Vee. Ein rein symbolisches Ritual. Deshalb bin ich erst recht beeindruckt. Du hast dein Leben riskiert, um mir und unserem Land zu helfen. Das ist unerwartet. Danke für deine Hilfe, Vee. Ich vergesse das nicht. Könnt ihr helfen? Ganz sicher? Mach dir keine Sorgen. Sie wird die besten Ärzte auf dem ganzen Kontinent bekommen. Das sollte sie auch, Rosalind. Das sollte sie. Ihr zwei habt Sumi das Leben gerettet. Das ist unbezahlbar, aber ich werde es versuchen. Danke. Mehr wollte ich gar nicht hören. Ich weiß. Diese Medaille ist natürlich nur symbolisch. Wie versprochen ist deine eigentliche Belohnung viel konkreter. Reed informiert dich über die Details. Meldet ihr euch, wenn es Sumi besser geht? Es wird ihr besser gehen. Keine Sorge. Ja, aber ich will kontaktiert werden. Mit ihr reden. Das wird leider nicht möglich sein. Aus Gründen der Staatssicherheit gelten die bisherigen Vorfälle und ihre Folgen als streng geheim. Bis dann, Rosalind. Viel Glück, Vee. Vielleicht wirst du uns wieder zur Hand gehen können. Wir behalten dich im Auge. Alles klar. Dann macht's mal gut. So, Reed, was ist mit dir? Ich weiß, wie es dir geht, Reed. Ich kenne das Gefühl. Wir sind soweit. Sie hat mich mal gefragt, ob ich immer an ihrer Seite sein würde, wenn sie was versaut. Ich habe ja gesagt. Sie hat mir nicht geglaubt. Hat nur gelächelt und den Kopf geschüttelt, aber mir nicht geglaubt. Und dann kam diese Bombe. Hab all meine Freunde verloren, als du mich rekrutiert hast. Werd wenigstens du nicht zu meinem Feind. Das ist das Einzige, worum ich dich bitte. Ich frag mich, ob sie mit ihren Zweifeln recht hatte. Oder habe ich meinen Bock gehabt? Scheiße, ist der Sand heiß. Sumi hat die gleiche Medaille bekommen. Nach ihrer ersten FIA-Operation. Sie hat sie einem Obdachlosen auf der 21st gegeben.
Der Typ hat sie sich an die Jacke gesteckt und nach Kleingeld gefragt. Scheiße, wie? Scheiße. Sumi ist in Sicherheit. Jetzt kümmere dich mal um dich. Und was soll das heißen? Du weißt schon. Lass dich nicht wieder auf die Reservebank schieben. Das hältst du nicht nochmal aus. Da hast du recht. Ja. Ich brauche ein paar Tage, um die versprochene Hilfe vorzubereiten. Ist kein Problem, oder? Mhm. Klar. Ein paar Tage mehr bringen mich nicht um. Diese Medaille und diese Münze von Myers, das sind Zeichen wichtiger Erinnerungen, niemals des Bedauerns. Na sicher. Wenn ich mich mal frage, ob das alles nur ein verrückter Traum war, habe ich einen Beweis, dass wir wirklich in der Hölle waren. Also danke, Reed. Du gehst jetzt nach Hause, Sumi. Bis bald. So, dann haben wir auch die. Das Ende gesehen. Weißt du, seit diese ganze FIA-Sache angefangen hat, habe ich so ein komisches Gefühl. Eine Art Angst, die an mir nagt und immer lauter schreit, dass ich so schnell wie möglich hier weg muss. Ich glaube, ich weiß endlich, woher die kam. Die Dämonen der Vergangenheit packen dich an den Eiern? Ziemlich hartnäckige Wichser. Manche Geschichten haben einfach kein schönes Ende. Und dir bleiben bloß Fragen, auf die du nie Antworten bekommst. Fragen, die dich quälen, bis du den Löffel abgibst. Da hast du recht. Habe ich meistens. Die Geschichte ist vorbei, Johnny. Lass gut sein. Und was, wenn sie nicht vorbei ist? Vergangenheit ist Vergangenheit. Tu dir einen Gefallen und lass sie endlich ruhen. Am Ende ist irgendwann alles doch im Arsch. Erst Saburo, dann Yorinobu, jetzt Myers. Du pisst echt gern gefährlichen Leuten ans Bein, oder? Aber jetzt mal Real Talk. Wie fühlst du dich nach allem, was passiert ist? Sumi musste nicht sterben. Ich glaube, ich habe das Richtige getan. Richtig für dich? Für sie? Für mich? Sumi wird geheilt werden. Das wird schon alles. Oh, hey. Hörst du das? Das Gelaber ist so hohl, dass man ein Echo hört. Na, wenigstens gab's eine Medaille. Das hilft nicht, Johnny. Ich weiß, ich mach dir das Leben nicht einfacher. Hab über Songbird nachgedacht, über Reed. Ich verstehe endlich, warum ich den ganzen Scheiß gemacht hab. Warum ich im Krieg desertiert bin. Warum ich mich mit Arasaka angelegt habe. Warum ich Carrie so oft ein Weichei genannt habe. Ich verstehe endlich, warum mir Reed trotz allem Scheiß irgendwie leid tut.
Weil wir genau gleich sind. Idealisten, die blind für ihre Überzeugung kämpfen, doch dabei alle, die uns wichtig sind, ins Grab befördern. Der einzige Unterschied ist sein Glaube ans System und dessen Werte. Nur ist die Grenze zwischen Idealen und strunzdummer Naivität, naja, ziemlich dünn. Eigentlich seid ihr doch ganz anders. Reed hat alles getan, um Song zu retten. Alles geopfert. Sogar sich selbst. Du hingegen... Ich glaube, mir ging es nie wirklich um Ideale. Ich war vielmehr auf der Flucht vor dem Leben. Und? Bist du das noch? Ist doch jetzt auch egal. Ich atme noch. Mehr oder minder. Hab nur keine Ahnung, wofür. Weißt du, was ich denke? Dass man das gar nicht wissen will. Du meinst, die Wahrheit macht nicht frei? Unwissenheit macht glücklich? Vielleicht. Oder vielleicht ist es einfach an der Zeit, erwachsen zu werden. Okay, genug geredet. Steh auf, wir müssen los. Bin echt froh, dass wir geredet haben. Du hast dich verändert. Zum Guten oder zum Schlechten? Das wird sich zeigen. Na komm, gehen wir. Oh. So, alles klar. Ah, und Reed hat noch geschrieben. Alles klar. Vorbereitung, sehr schön. Ja. Können wir vielleicht auch mal noch machen. Tausend kann man nicht meckern. Danke. Okay, dann geht es aber tatsächlich doch noch weiter. Hätte ich das mal gewusst, hätte ich es vielleicht doch ein bisschen früher gewohnt. Naja. Was erzählen, Johnny? Oder wartet er vor der Tür? Naja, machen wir beim nächsten Mal. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Hoffe, ihr hattet Spaß. Seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis dahin. Macht's gut und ciao, ciao.